23.40 Uhr wurden die Feuerwehren aus Fürstenwald, Kalden, Erst- und Mainpressen zum Gebäudebrand alarmiert. Beim Eintreffen waren die Flammen direkt schon zu sehen. Sie schlugen aus dem Gebäude heraus. Zwei Personen konnten sich retten, wurden anschließend vom Rettungsdienst versorgt und mit Verdacht auf Rauchgasinfektion nach Kassel ins Klinikum gebracht. Die Feuerwehr hat sofort mit Brandbekämpfungsmaßnahmen begonnen, einmal über Steckleitern und im zweiten Gang dann über die Drehleiter von Immenhausen. Wir konnten durch das schnelle Eingreifen verhindern, dass die Wohnungen im Erdgeschoss vernichtet wurden, beziehungsweise im ausgebauten Dachgeschoss wurde ebenfalls die Wohnung gerettet. Von den 6 Feuerwehren waren insgesamt 60 Einsatzkräfte im Einsatz.